5, 6, 7, 8, 9. Und ungefähr 20 bis 30 Zentimeter. Hast du gemerkt, dass der Absprung ein wenig verzögert war? Ja? Beim nächsten Mal reagierst du. Meinen Rhythmus erhalten, den Schenkel am Pferd zu lassen, also immer die Verbindung zum Pferdekörper zu haben, die Hände tief zu lassen. Jetzt ist hier die Distanz zu dem Ochser ein klein wenig dicht geworden. Das ist aber alles überhaupt nicht schlimm, weil du genügend am Pferd geblieben bist und dem Pferd so viel Unterstützung gegeben hast, dass es auch in Ruhe darüber springen konnte. Es ist ja nicht wichtig, dass wir zu jedem Sprung passend kommen, sondern dass wir so einen Rhythmus haben, dass das Pferd auch aus einer nicht ganz so günstigen Situation was lösen kann. Und das war in diesem Fall machbar für das Pferd. Dieser Ochser war schon besser, ne? Bist schon besser angekommen, weil das Pferd ein klein wenig aktiver unter dir weitergaloppiert ist. Sehr schön, Lea. Gut.